Oh, hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem neuen Teil von unserer Ultimate Guard Review Serie. Da haben wir Chong und er präsentiert uns diese Deckbox. Servus, Leute, Chong Banks hier. Also, alias der Destroyer. Heute reden wir über Flip and Try Deckbox. Danke an Ultimate Guard, dass sie uns das geschickt haben. Ich werde gleich im Video noch schauen, was die Deckbox alles kann. Flip and Try, Stadium Game, High Class, Mikrofaser, 4 Magnete haben sie, Optimized for all Sleeves. Perfekt. Dann auf Deutsch nochmal alles hier. In verschiedenen Sprachen. Also könnt ihr mal abchecken, ansonsten noch ein Bild, was alles drin ist, wie es alles eingebaut ist. Sieht immer echt sehr geil aus. Ansonsten checkt es nochmal ab in unserem Ultimate Guard Katalog. Im letzten Video haben wir über die 80 Plus geredet. Ist aber auch sehr geil. Aber in diesen heutigen Videos haben Ultimate Guard uns die 100 Plus geschickt. Ansonsten, wenn dir die Farben nicht gefallen, haben wir hier unten noch eine große Auswahl an Farben. Sehr gut, sehr gut. Ansonsten kommen wir gleich zu der Deckbox. Ich mal auf. Und schauen wir mal, was alles dran so, das ist die Deckbox, Leute. Optisch schon mal echt geil. Auch sehr handlich. Wir sehen auch schon gleich, wenn wir sie öffnen, warum sie auch Flip and Try heißt, weil sie nicht mal hier outflippen muss. Wenn man es komplett aufmacht, sehen wir auch zwei Fächer, einmal für die Würfel, einmal für euer Deck, eure Karten. Könnt ihr auch so eine perfekte Box, könnt ihr auch mal rausnehmen und könnt ihr auch mal auf den Tisch legen. Sehr geil. Hier auch mal nochmal für die Würfel. So schaut die Deckbox von innen aus. Stoffe, das nennt man hier Xenostoff, Xenoskin. Wenn ich mich richtig erinnere. Innen Mikrofaserstoff. Sehr schön weich, sehr schön. Ansonsten Würfel. Wir haben hier an den Seiten 4 Magnete. 4 Magnete halten alles zusammen. Werden wir auch gleich mal schauen, ob die Magnete wirklich so fest sind, wie sie mal sagt. Flip and Try. Sehr gut. Okay, ich denke mal, euer Kartenbox hier passt ungefähr 80 rein. Ich habe jetzt mal 100 Karten für euch. Einmal das Extra Deck, Side Deck. Extra Deck nochmal, alles klar. Und 30 Karten noch im Extra aufgepackt. Das sind jetzt 100 Karten. Also wenn ihr es nochmal quetscht, passen mindestens noch 10 Karten rein. Das war echt geil. Also viel Platz für alles. Flip and Try. Schauen wir mal, wie fest die Magneten zusammenhalten. Ich hatte die alte Deckbox hier. Ihr seht es im Video. Da flippen die. Dann schauen wir noch mal, ob es auch alles hält. Ob es auch aufgeht. Wie ihr seht. Wenn die Magnete halt statt habt. Sehr gut. Sehr gut. 1A Qualität. Nichts ist aufgegangen. Karten bleiben drin. Perfekt. Die Oberfläche noch wahrscheinlich noch wasserabweisend. Geiler Stoff eigentlich. Ansonsten checkt nochmal das Katalog ab, wenn ihr wollt. Danke für Ultimate Guard für die geile Deckbox hier. Und ich gebe es von deinem Haus weiter. Das heutige Wort, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ist Guard. Nee, wir haben es auch noch nicht gehört, weil du es noch nicht gesagt hast. Nein, das heutige Wort ist Guard. Auf jeden Fall vielen Dank an Ultimate Guard nochmal. Checkt alle anderen Videos ab von den anderen Jungs, damit ihr alle Wörter herausfindet für das Gewinnspiel. Ansonsten alle Infos zu Ultimate Guard natürlich unten in der Beschreibung. Checkt die auch mal ab. Hey, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt grüßen.